Willkommen, liebe Zuschauer, zur Börse Live. Wir schauen heute auf den DAX. Die Anleger halten sich erst einmal zurück. Morgen stehen auch jede Menge Bilanzen an aus der ersten Reihe. Darum sehen wir den DAX heute erst einmal ein bisschen schwächer. Franziska Schimpke in Frankfurt. Der DAX hat ja mit der Marke von 8.400 Punkten gekämpft. Hat er sie denn zurückerobert? Nein, am Ende des Tages hat es nicht ganz gereicht für die 8.400-Punkte-Marke. 8.398 der Schlussstand letzten Endes hier in Frankfurt. Das ist dann ein Minus von 0,1% hier beim deutschen Leitindex gewesen. Und man sagt einfach hier klar, an diesem Montag hat man keine klare Richtung gefunden. Der Handelsauftakt war eigentlich noch freundlich geprägt. Da ging es noch klar über die 8.400-Punkte-Marke. Aber zum Nachmittag sind dann einfach die Impulse ausgeblieben, obwohl es ganz positive Nachrichten von Seiten der Konjunktur gab. Aber die Quartalsberichtssaison, Sie haben es eben angesprochen, Caroline, die nimmt ja dann erst ab morgen wieder Fahrt auf. Und dann könnte das auch was mit einer klaren Richtung hier für den DAX werden. Gibt es denn bei den Einzelwerten klarere Richtungen heute? Oh ja, da gibt es ganz klare Richtungen, wenn man sich die Einzelwerte anschaut. Die deutsche Börse gehört heute zu den großen Favoriten. Da war man auf dem höchsten Niveau seit Mai 2011 zwischenzeitlich unterwegs. Aber auch Heidelberg Zement oder die Aktie von Adidas konnten punkten. Und bei Adidas, da hat S&P Capital das Kursziel angehoben auf 102 Euro und sagt Strong Buy. Aber auch die Lufthansa und die Munich Re ganz vorne mit dabei. Werfen wir aber auch einen Blick auf die Farbe Rot. Da sehen wir erneut die Aktie von K+S mächtig unter Druck nach dem Kursrutsch. In der vergangenen Woche geht es auch diese Woche direkt negativ weiter. Der Konkurrent Belarus Kali hat sich zu Wort gemeldet und erneut die Ängste ja geschürt, dass der Kali-Preis weiter sinken könnte. Und jetzt werden natürlich auch die ersten Spekulationen laut, ob K+S denn überhaupt im DAX bleiben kann. RWE und E.ON auch schwächer nach einer Kurszielsenkung durch die UBS, aber auch BASF und die Aktie von der Commerzbank mussten heute abgeben. Dankeschön, Franziska, für diese Einschätzung. Und von der Börse in Frankfurt schauen wir jetzt nach New York an die Börse zu Manuel Koch. Manuel, rote Vorzeichen haben wir gesehen zum Handelsauftakt. Wie sieht es im Moment aus an der Börse in New York? Caroline, wir bewegen uns kaum von der Stelle, wie wir gestartet sind. So sind wir auch jetzt noch anderthalb Stunden, zwei Stunden später weiterhin im Handelsverlauf bei minus 0,4%. Wir verlieren gute 55 Punkte und der Dow steht aktuell bei 15.603 Zählern, also weiterhin über der Marke von 15.600 Punkten. Vergangene Woche haben wir ja auch ein Allzeithoch gesehen. Der Dow hat insgesamt 0,6% zugelegt in der vergangenen Woche. Und in dieser Woche, da sehen wir gar nicht so viele Daten. Auch die wichtigsten Unternehmenszahlen sind natürlich schon durch. Und deswegen erwarten die Händler hier an der Wall Street, dass wir eher eine schläfrige Woche sehen, wenn denn nicht große Nachrichten noch kommen. Schauen wir mal auf die Konjunkturdaten heute. Der ISM-Dienstleistungsindex, und der ist im Juli deutlich besser ausgefallen mit 56 Punkten als erwartet. Und außerdem von Unternehmensseite schauen wir heute auf die Apple-Aktie. Die ist gut 1% ins Plus gegangen. Präsident Obama hat nämlich von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht. Eigentlich sollte die Einfuhr von älteren iPhone- und iPad-Modellen in die USA verboten werden. Da gab es einen Patentstreit mit Samsung. Samsung wurde dort Recht gegeben. Aber der Präsident kann sein Veto über die Handelsbehörde ITC legen. Und damit kann Apple nun doch diese Produkte hier in die USA einführen. Außerdem schauen wir auf Star-Investor Warren Buffett. Der hatte mal wieder ein glückliches Händchen. Der Gewinn ist fast um 50% gestiegen auf 4,5 Milliarden Dollar im vergangenen Quartal. Und auch die Aktie von Berkshire Hathaway geht gut 0,5% nach oben. Warren Buffett ist mit etwa 60,2 Milliarden Dollar der drittreichste Mensch der Welt. Und wir schauen noch auf die Microsoft-Aktie. Die verliert gut 0,5%, nachdem nun Microsoft entschieden hat, das Surface-Tablet günstiger, etwa 100 Dollar hier in den USA, günstiger anzubieten. Es ist ja eher ein Ladenhüter. Seit dem Start im Oktober wurden nur 1,7 Millionen Geräte verkauft. Zum Vergleich, Apple hat im vergangenen Quartal alleine 14,6 Millionen iPads verkauft. Wenn wir auf den morgigen Tag schauen, dann schauen wir auf das Handelsbilanzdefizit. Da wird ein Defizit von 43 Milliarden Dollar in etwa erwartet. Und wir schauen auf die ICE, die Rohstoffbörse, die New York Stock Exchange für 8 Milliarden Dollar übernehmen wird. Dort soll ja im August nun eine Entscheidung fallen. Außerdem kommen noch Zahlen von Walt Disney. Manuel Koch, Dankeschön für diese Einschätzung nach New York. Und jetzt der Blick auf die weiteren Themen des Tages im DRF Newsflash.
In dieser Woche fällt die Entscheidung über die Zukunft von SolarWorld. SolarWorld-Chef Frank Asbeck muss die Gläubiger zweier Anleihen und die Aktionäre von seinen Rettungsplänen überzeugen. Asbecks Plan sieht einen scharfen Schuldenschnitt mit anschließender Kapitalerhöhung vor. Asbeck will selbst 10 Millionen aus seinem eigenen Vermögen zuschießen. Außerdem soll ein Großinvestor aus Katar helfen. Ohne die Zustimmung der Gläubiger ist die Insolvenz kaum noch abzuwenden. Dann müssen sich die Investoren auf einen Totalverlust einstellen. Krones bekräftigt die Prognose für das laufende Jahr. Der Umsatz soll um 4% steigen, die EBT-Marge soll zwischen 5,8% und 6% zunehmen. Krones Produktion ist nach eigenen Angaben bis Jahresende ausgelastet. Die Abkühlung des chinesischen Wirtschaftswachstums bereitet Krones daher keine Sorgen. Das Unternehmen rechnet damit, dass ein Weltwirtschaftswachstum von 3% auch so eine stabile Grundlage für das Geschäft bildet. Air Berlin ist auf dem richtigen Weg, so der Chef der Airline Wolfgang Prockschauer. Zwei Drittel des Sparziels 2013 hat Air Berlin bereits erreicht. Prockschauer ist außerdem zuversichtlich, dass Air Berlin das gesamte Sparziel erreichen kann. Die Airline hat sich vor 2 Jahren auf den aktuellen Sparkurs begeben. Bis Ende 2014 sollen insgesamt 400 Millionen Euro eingespart werden. Wir schauen auf die Themen heute, die im Fokus standen, und ich begrüße Jochen Dietrich von der Baader Bank. Herr Dietrich, schauen wir zuerst mal auf den DAX. Der hat die Marke von 8.400 Punkten nicht mit aus dem Handel nehmen können. Was erwarten Sie für die nächsten Tage? Sehen wir da möglicherweise sogar neue Höchststände? Ja, kurzfristig muss man erstmal ein bisschen vorsichtig bleiben. Wir haben natürlich jetzt auch einen starken Anstieg gesehen, nachdem wir die 8.000-Punkte-Marke wieder zurückerobert haben und dann zäh an der Zone 8.1, 8.3 gekämpft haben. Und in Amerika haben wir schon neue Höchststände gesehen. Das ist uns noch nicht gelungen. Vielleicht ist der Markt auch aktuell kurzfristig etwas überkauft. Aber langfristig ist das durchaus möglich. Charttechnisch, wie gesagt, schaut es vielversprechend aus. Und wir haben auch Unterstützung zum Beispiel seitens der EZB, die letzte Woche nochmal ihr Zinsversprechen längerfristig die Zinsen niedrig zu halten gegeben hat. Das hilft auch. Und die Zahlensaison läuft auch nicht so schlecht an. Und da müssen wir auch nochmal auf die Woche blicken, wenn noch einige Zahlen im DAX-Bereich veröffentlicht werden. Also weniger erfreulich sieht es momentan aus bei der Aktie von K+S. In der letzten Woche deutlich unter Druck. Noch heute gibt sie weiter ab. Franziska Schimke hat es gerade auch schon erwähnt. Ein Abstieg aus dem DAX wird gemunkelt. Ist das wahrscheinlich? Also es ist durchaus im Bereich des Möglichen. Die Abschläge sind natürlich schon ordentlich jetzt, die letzten Wochen und auch Monate aufgelaufen sind. Auf der anderen Seite hat Kali und Salz in Kanada einiges gewagt. Und die Kali-Preise, die man sich vorgestellt hat, die sind jetzt nicht so eingetreten. Und das wird deutliche Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Wir haben natürlich noch keine Zahlen, die werden das in der Zukunft dann veröffentlicht werden. Aber die Kurszielsenkung, die hat es gehagelt. Und da waren durchaus auch Kursziele, die unter 15 Euro gelegen haben mit dabei, und wenn das eintritt, dann wäre der Abstieg aus dem DAX sehr wahrscheinlich. Dann schauen wir mal auf die andere DAX-Seite, auf die mit den positiven Vorzeichen. Da lag die deutsche Börse heute ganz weit oben, hat auch ein neues Jahreshoch markiert. Ist da noch Potenzial nach oben? Ja, wie Sie ansprechen, die deutsche Börse hat heute den Deckel nach oben etwas rausgenommen in dem Chart. Also deshalb sicherlich eine vielversprechende charttechnische Situation. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch, wo es fundamental herkommen soll, denn aktuell sind die Börsenumsätze in der Summe sehr niedrig, und deshalb sollte man vielleicht erstmal noch etwas abwarten, wie dann letztendlich auch die Zahlen ausfallen können. Herr Dietrich, lassen Sie uns auch mal über Konjunkturdaten sprechen. Es gab ja positive Konjunktursignale aus China und aus Europa. Wie bewerten Sie denn die Lage im Moment? Ja, China hat die Anleger durchaus beruhigt, nachdem es ja vor ca. 3-4 Wochen sehr holprig gewesen ist, man sich Sorgen um China gemacht hat. Es ist bekannt, dass man das Geschäftsmodell von China anpassen will, das Wirtschaftswachstum verändern will, auch mehr auf den Dienstleistungssektor hin bewegen will. Und da hatte man die Bedenken, dass eben es zu einem stärkeren Einbruch kommt in dieser Phase. Aber das haben jetzt die letzten Zahlen, wie der Einkaufsmanagerindex oder auch gerade heute, eben nicht gezeigt. Es gibt eine Abschwächung, aber die Richtung ist vorgegeben, dass es so eintritt, wie es die Regierung möchte. Und das hat eben die Anleger beruhigt. Zum anderen sehen wir im Moment sehr positive Impulse in der Eurozone. Es besteht die Möglichkeit, dass wir in der Summe wieder auf Wachstum, also in der Summe für ganz Europa wieder auf Wachstum umschalten könnten. Und das wäre natürlich in Verbindung
Verbindung mit einer niedrigen Geldpolitik. Und dann im zweiten Schritt, wenn es eben zu einem besseren Wachstum kommt, dann würde sich das auch für die Bankbilanzen positiv auswirken. Man hätte da wieder viel mehr Spielraum und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn in der aktuellen Situation ist es kaum möglich, ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen, wenn die Banken nicht teilnehmen können, so wie sie wollen, denn sie sind einfach der Dreh- und Angelpunkt in einer Wirtschaft. Und sollte es zu einer Entlastung der Bankenbilanzen kommen in Verbindung mit einer niedrigen Geldpolitik, dann könnte das ein deutlich positiver Katalysator für die Konjunktur sein und in der Summe natürlich dann auch für den Aktienmarkt. Sie haben die Indizes in den USA schon angesprochen. Geht denn die Rallye weiter für den Dow Jones und den S&P 500? Natürlich sind die Indizes dort auch jetzt weit nach oben gelaufen. Die Zahlensaison ist nicht berauschend, aber es denke ich in der Summe schon positiv. Über 70% der Unternehmen können die Prognosen treffen oder sogar übertreffen. Aber letztendlich ist natürlich auf dem Niveau auch kurzfristig die Luft etwas dünn. Auf der anderen Seite ist es in Amerika auch so ein bisschen Win-Win-Situation. Die Wirtschaft berappelt sich. Es ist immer wieder mal auch mal zwischendurch schlechte Zahlen, aber heute sehr positive Zahlen vom Dienstleistungsindex veröffentlicht. In der Summe, wie gesagt, geht die Wirtschaft in die richtige Richtung, aber das ist der springende Punkt, noch nicht so stark, dass die Fed jetzt kurzfristig aus ihrer unterstützenden Maßnahmen aussteigen würde. Und das ist eben das Zusammenspiel positiver Wirtschaftsdaten plus Unterstützung der Fed, dass die Märkte immer wieder noch nach oben zieht. Jochen Dietrich von der Baader Bank, Dankeschön für diese Einschätzung. Ihnen auch vielen Dank, Frau Lassdorf. Schönen Abend. Ihnen auch, danke. Wir bleiben gleich mal in den USA, denn da gibt es erfreuliche Meldungen von Berkshire Hathaway. Die Einzelheiten gibt's jetzt im Beitrag. Warren Buffett hat auch im zweiten Quartal gut lachen. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway hat mächtig aufgedreht. Der Gewinn ist um satte 46% auf rund 4,5 Milliarden Dollar nach oben geschossen. Auch der Umsatz ist gestiegen. Fast 45 Milliarden Dollar bedeuten ein Plus von fast 16%. Buffett hat dabei von besser laufenden Derivategeschäften profitiert. In den vergangenen Quartalen durchaus ein Schwachpunkt von Buffett. Aber es läuft grundsätzlich in seiner Beteiligungsgesellschaft. Rund 80 Tochterfirmen umfasst Berkshire aktuell. Die meisten Konzerne sitzen in Amerika und die haben in den abgelaufenen Monaten von der Erholung in den USA profitiert. Der Löwenanteil des Gewinns von Berkshire im zweiten Quartal stammt von den Unternehmenstöchtern. Veredelt wird die Bilanz Buffetts von den Aktienpaketen, die er hält. Das Portfolio der Investorenlegende liest sich wie das Who is Who der großen US-Konzerne. Vertreten sind unter anderem Coca-Cola, IBM, aber auch Banken wie Wells Fargo. Mit Munich Re hat es auch ein DAX-Konzern auf die Liste geschafft. Alles in allem läuft es weiter rund bei Buffett. Geht es nach der Rangliste des Magazins Forbes aus dem März, ist er der viertreichste Mann der Welt. Nach Schätzungen von Bloomberg dürfte sein Vermögen seitdem allerdings gestiegen sein, und zwar auf rund 60 Milliarden Dollar. Warren Buffett hat eben auch im zweiten Quartal gut lachen. Tja, Errungenschaften wie ein flächendeckendes Stromnetz, die Kommunikation via E-Mail oder Überweisungen per Online-Banking haben das Leben einfacher gemacht. Aber was passiert, wenn Millionen von Haushalten der Stecker gezogen wird? Oder Hacker den Code einer Bank knacken und auf Kundendaten zugreifen? Antworten darauf gibt es heute Abend bei uns im DRF. Bei Fehler im System schalten Sie unbedingt ein, es wird spannend. Und morgen sind wir dann mit Börse Live zurück. Punkt 8 gibt es die nächste Ausgabe. Ihnen einen schönen Abend.